Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Beim letzten Mal haben wir das Affengehege angefangen. Ich lasse jetzt gerade mal eben die Affen frei. Mandrills oder Mandrills, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Habe ich auch noch nie freigelassen, deswegen wollte ich das unbedingt machen. Oh, Zoopedia wollte ich gar nicht, ich wollte ihn mir angucken. Wunderschöner Affe, ne? Muss man ja einfach sagen. Ich hoffe, die klettern gleich auch auf ihren Kletter. Oder trinkt er? Okay, whatever. War es nicht geplant? Oh, er klettert. Schaut ihn euch an. Das ist ja richtig cool. Ja, wir spielen mal heute ein bisschen in Realtime. Einfach um mal zu gucken, ob die Affen denn auch hier ihren gebauten Kletterpalast erklimmen können. Aber momentan sieht es ja sehr, sehr gut aus. Ich würde sagen, wir schicken mal ganz kurz hier den Tierpfleger vorbei. Ja, in meinem Zoo ist Chaos. Hier sind noch ganz viele alte Meldungen von Tieren, die gar nicht mehr in dem Zoo hier sind. Ja, aber die Beta ist bald vorbei, deswegen kümmere ich mich jetzt nicht mehr darum. Ich hoffe, da seid ihr mir nicht böse. Ich kann gar nicht forschen, weil ich gar kein Dingszentrum habe. Natürlich doof. Das müssen wir mal schnell bauen. Wir werden das Gehege nachher auch noch im Speedbuild gestalten, aber ich wollte mal erstmal wieder so ein bisschen Realtime-Part machen. Warum auch nicht, ne? Ist ja lange her. Forschungszentrum. Bauen wir doch mal eins. Das machen wir auch mal hier in die Nähe am besten. Aber auch nicht zu nah dran, weil ich will das Gehege hier außenrum auch noch ein bisschen gestalten später. So, ich habe auch auf jeden Fall schon ein paar Affen besorgt. Ich hätte gerne noch mehr Weibchen gehabt, aber es gab keine mehr in dem Markt. Ich schaue nochmal eben. Ich weiß ja nicht, wie die Mandrills sich verstehen. Meistens ist ja so, dass man... Oh, hier sind neue Weibchen. Perfekt. Meistens ist ja so, dass man mehr Weibchen von einer Rasse haben kann oder von einer Tierart. Und wenige Männchen nur, weil die Männchen sich meistens zoffen. Oh, hier wäre sogar noch eins. Ich weiß halt nicht, wie viele man in so ein Gehege reinmacht. Ich kaufe jetzt einfach mal alle, die günstig sind. Und dann lassen wir nochmal... Ah, ich weiß nicht, wie viele ich freilassen will. 2, 3 noch. Ich habe, glaube ich, jetzt schon 4 oder 5 mein Gehege gelassen. Der Dings ist leider sehr, sehr langsam. Tut mir leid. Kann ich leider gerade nicht ändern. Seht ihr, wie lange der lädt? Jetzt geht's sogar. Okay, perfekt. Machen wir mal wieder hier voran. Und da wir jetzt ein Dingszentrum haben, können wir auch so einen Tierpfleger mal hier hinschicken. Soll der mal ein bisschen erforschen. Ich habe nämlich noch nicht wirklich Sachen erkundet für die. Aber ist cool, die erklimmen das hier richtig. Schaut mal. Das ist nicht süß. Also das, was ich gebaut habe, scheint gut zu funktionieren. Das hier sind auf jeden Fall die Weibchen, die sind einiges kleiner. Süße Tierchen. Was macht denn der andere für da? Ich glaube, der ist gerade runtergefallen, kann das sein? So, wir sollten aber nochmal eben pausieren. Wir gucken uns das später an, wenn das Gehege fertig ist. Oh, der rastet jetzt aus. Wirkt der die Leute an oder ist der wütend? Mandrill, eine Warnung. Was ist jetzt denn los? Wie kann der da durch? Was zum Henker? Der Zaun ist doch nicht kaputt oder so, oder? Also so kenne ich das aus Zoos, dass hier meistens so ein Gewässer vor ist und dann so ein durchsehbarer Zaun. Deswegen habe ich das auch so gebaut. Ja, ich hoffe, die machen keine Probleme. Wir richten jetzt erstmal das Gehege ein bisschen ein. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier für... Ja, ich habe ja sogar schon die Art drin. Ja, wir haben leider noch nicht viel freigeschaltet. Ein Sprenkler haben wir. Wir wollen natürlich, dass die froh sind, die Tiere, oder glücklich sind. So, den nehmen wir mal hier hin. Glaube ich, ein sehr guter Ort. Wasserschüssel brauchen wir nicht. Was ist denn hier mit Futter? Habe ich sowas auch noch nicht freigeschaltet? Ja, gar nicht. Mandrill habe ich aber eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Futter ist. Ich stelle erstmal so ein paar Sachen einfach hier random rein. Obwohl, den Karton können wir rein theoretisch sogar hier oben mit unterbringen. Unserem. Weil ich hier gerne auch... Ne, den Pappkarton machen wir auch nach unten. Machen wir mal hier hin. So. Machen wir nochmal einen Wassersprenkler. Hier einen hin. Hier einen hin. Und ansonsten passt das erstmal. Wir müssen halt jetzt erstmal ein bisschen erforschen, würde ich sagen. Aber ja, eigentlich wäre es am besten, wenn wir jetzt das Gehege erstmal... Oh, was ist jetzt denn? Mein Gehege kaputt. Keine Ahnung, warum die jetzt hier eingetütet werden, die Affen.
Ja, ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal im Speedbuild ein bisschen das Gehege weiter und dann schauen wir mal, wie es den Affen dann geht. Weil wäre schon schön, wenn es denen gut geht. Oh mein Gott, Leute, ich weiß jetzt, warum das nicht sicher ist. Seht ihr das? Die Affen können einfach über diesen Maschendrahtzaun rüberklettern. Jetzt habe ich sie erwischt. Eieiei, das heißt, diesen Zaun kann ich gar nicht verwenden. Was nehme ich denn dann? Das ist eine gute Frage, ne? Erstmal bewegen wir den jetzt, bevor der ausbüchst. So. Wahrscheinlich würden die nicht ausbüchsen, wenn sie Futter und so hätten, aber na, es wäre schon gut, wenn das Gehege affensicher wäre. Wie geht's denen denn überhaupt? Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich weiterbauen, aber sind wir jetzt noch nicht zugekommen. Ja, das Gehege hat noch nicht genügend Pflanzen und so. Ich glaube, wenn es denen gut geht, dann wäre das sogar relativ entspannt. Guck mal, wir können sogar noch mehr Affen reinmachen gleich. Aber es reicht jetzt erstmal mit 3, 4 Stück, die wir haben. Ich muss das Ganze pausiert lassen und dann bauen wir halt im Pausemodus erstmal, bis die Affen glücklich sind. Und dann testen wir mal, ob die immer noch ausbüchsen wollen oder nicht. Da bin ich sehr gespannt. Ja, Leute, und damit geht's hier über in den Speedbuild-Modus. Das letzte Mal, bevor hier endlich das Originalspiel rauskommt. Und ja, das ist die letzte vorproduzierte Aufnahme hier sozusagen von der Beta. Und am Dienstag geht's dann endlich los mit Planet Zoo. Ich bin schon richtig gehypt. Ich habe richtig Lust, wieder zu zocken, weil es ist jetzt echt lange her. Und immer, wenn ich hier diese Videos geschnitten habe oder aufgenommen habe, nochmal für euch die Voice-Overs, dann habe ich immer so richtig ein Kribbeln in den Fingern gehabt, weil ich einfach wieder spielen möchte und weiterbauen möchte und sowas. Und das können wir endlich wieder in 3 Tagen, ne? Ist es jetzt schon? Oder 2 Tagen sogar. Nämlich am Dienstag. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr es rauskommt, aber ich glaube, der Planet Zoo Stream, der Pre-Stream, ist, glaube ich, irgendwie um 11.30 Uhr oder so angekündigt. Ich bin mir da gar nicht ganz genau sicher. Das könnt ihr sicherlich mal in die Kommentare oder sowas schreiben. Aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall mega darauf. Ihr seht im Hintergrund übrigens, wie ich gerade so ein bisschen das Affengehege gestalte und nochmal so ein paar Pflanzen da unterbringe. Also nichts Besonderes. Habe einfach den richtigen Filter für die Mandrills eingestellt und dann wähle ich hier die ein oder andere Pflanze aus und platziere die hier so rund um das Gehege. Jetzt habe ich aber auch noch natürlich für euch eine wichtige Information, die ich ja schon im letzten Video angekündigt habe. Nämlich habe ich ja so ein bisschen angefragt bei der Arbeit, wie es denn aussieht nächste Woche, ob ich da freikriegen kann und sowas. Und ich habe auf jeden Fall eine erfreuliche Nachricht für euch, nämlich bekomme ich ab Dienstag 4 Tage frei. Das heißt, ich habe Dienstag frei bis Freitag frei. Und damit können wir dann von Dienstag bis Sonntag richtig schön viel zusammen zocken. Ich werde wahrscheinlich in dieser Woche relativ viel Livestream, weil ja einfach Planet Zoo und Red Dead Redemption rauskommen werden. Und ich habe richtig Lust, richtig viel zu zocken. Und ich will euch natürlich da nichts vorenthalten, will euch natürlich mit auf meine spannende Spielereise nehmen. Das wird ein richtig krasser Monat. Ich bin so gehypt. Also ich war schon lange nicht mehr so gehypt auf ein Spiel bzw. 2 Spiele, die rauskommen. Und die kommen auch noch genau am gleichen Tag raus. Also das wird ein richtig, richtig krasser Monat. Und ich hoffe wirklich, dass ihr mit dabei seid bei den Livestreams, weil ohne euch ist es natürlich alles nur halb so spaßig. Falls ihr mit dabei sein wollt, dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn ihr am besten die Glocke unten aktiviert, weil dann werdet ihr keinen meiner Livestreams verpassen. Ich werde, denke ich, auch mal das ein oder andere auch noch verlosen oder sowas. Mal schauen, ob wir die 20.000 Abonnenten dann knacken oder nicht. Davon hängt es natürlich auch noch so ein bisschen ab. Aber ich denke mal, das ist vielleicht machbar. Ich werde jetzt hier mir keine zu hohen Ziele oder sowas setzen. Wir lassen uns einfach überraschen. Aber wenn ich die 20.000 knacke, dann werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was an euch raushauen. Ansonsten habe ich euch jetzt hier auch gar nichts mehr zu erzählen. Im Hintergrund läuft noch so ein bisschen die Gestaltung um das Gehege weiter. Und wir hören uns dann gleich nochmal in dem letzten Realtime-Part von der Planet Zoo Beta.
Unser Mandrillgehege ist soweit fertig und da hinten sehe ich schon wieder einen Übeltäter. Der büxt da gerade aus. Ach super. Ja, das mit dem Zaun ist ein bisschen problematisch. Da müssen wir gleich noch eine Lösung finden. Geht nicht anders. Aber ich finde, das Gehege an sich hat schon eine sehr schöne Optik. Also wir haben eine sehr tropische Optik hier hinbekommen. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ich würde gerne die Affen ein bisschen beobachten beim Klettern, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe das ja alles hier Hand für Hand für Hand gebaut. Ja, war ein bisschen Arbeit. Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich dieses Kletterparadies für die Affen zu bauen. Das ist auch alles komplett frei Schnauze, ohne eben eine Vorlage oder sowas. Und ich finde, dafür ist es echt ganz cool geworden. Ja, ich muss mal schauen, dass ich hier eine Lösung finde. Vielleicht können wir mal eben als schnelle Lösung einfach hier einen anderen Zaun hinmachen. So einen elektrischen vielleicht. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Muss man einfach machen. Wird wahrscheinlich nicht so gut aussehen, aber könnte natürlich helfen. Oh, das sieht gemein aus, aber das geht sogar eigentlich auch, ne? Der Maschendrahtzaun war schöner, aber na, wenn die Affen dann wenigstens nicht mehr rüberkommen, wäre ja schon nicht schlecht, ne? Ich will ja schon mal helfen, dass ich ein bisschen erforschen kann, damit ich denen auch mal Futter geben kann und sowas, weil ja, ich kann halt nichts bauen. Ich habe zumindest nichts gefunden hier auf der Liste. Kein Futtertrog, kein nix. Nur eine Wasserschüssel. Ist halt ein bisschen problematisch. Aber kann man nicht ändern. Was hat der vor? Ich sag jetzt nicht, der hat sich rausgeglitscht. Macht der Affe. Ist der frei oder läuft jetzt hier nur am Rand lang, weil der verbuggt ist? Scheint auch nicht da wegzugehen, ne? Also übers Wasser will er nicht. Hält Wasser die Affen auf? Okay, er ist wieder drin. Sehr ja tricky. Er scheint ein bisschen buggy zu sein. Jetzt kommen noch mehr Affen. Weibliche Affen. Das ist gut. Die machen hoffentlich nicht so ein Trouble. So, ich schau mal, wie es denn geht. Das ist sehr interessant mit den Affen. Ich habe das halt noch nie gemacht. Also wir haben jetzt genug Adults. Also eigentlich geht es denen ziemlich gut. Bis auf die Lebensqualität. Aber das muss ich halt oh, dort. Was macht ihr, Jungs? Oh, haben die Zähne. Oh. Ah, falscher Knopf. Sorry. Guck dir das mal an, was die für Zähne haben. Alter. Der richtige Monster. Jetzt verletzt. Hoffe mal nicht. Oh, tatsächlich. Das heißt, wir dürfen wirklich nicht so viele Männchen hier haben. Und wenn ich den jetzt so wieder wegpacke, ist auch wieder doof, weil dann wieder oh, gleich kommen wieder die Typen, die sich beschweren. Sag euch das. Das ist ja auch ein Männchen. Weg damit. Okay, das heißt, wir dürfen nur ein Männchen hier drin haben. Habe ich mir schon fast gedacht. Ist ja meist so. Bei fast allen Tieren. Okay, aber sieht noch alles sehr, sehr gut aus. Die Weibchen scheinen auch nicht so Troublemaker zu sein. Irgendwie entspannter. Ich hoffe, unsere Forschung geht jetzt mal hier voran. Aber die scheint ziemlich langsam zu sein. Ich versuche jetzt mal ein bisschen was zu erforschen. Und dann können wir so die Endzüge in unserem Gehege vornehmen. Schaut mal, der Affe klettert. Ich habe echt Angst, dass die verhungern. Weil ich weiß halt nicht, wie ich denen Futter geben soll. Boah, guck mal, der kann richtig weit springen. Cool ist das denn? Das ist ja nice, dass das hier so gut funktioniert. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich hoffe, die kommen da rein. Ich meine, das sieht noch ein bisschen buggy aus. Aber dafür, dass das komplett selbst gebaut ist, funktioniert das ja einigermaßen. Kann auf jeden Fall hier so ein bisschen rüberspringen. Ich hoffe wirklich, dass er da oben rein kann. Denn ich wäre ziemlich doof. Sieht aber schon cool aus, wie er hier langläuft. Über das Gehege. Bleibt er sitzen. Ach süß. Ich könnte mir das die ganze Zeit angucken. Ja, im Prinzip, ich weiß nicht, ob es sich jetzt noch lohnt. Also ich müsste halt die Zeit ablaufen lassen und dann würden eventuell die Tiere sterben, damit ich hier noch Futter und so einrichten kann. Aber wie gesagt, ich bin jetzt hier kurz vor Beta-Ende. Also jetzt ist sogar schon der 8.10., weil wir nach 0 Uhr haben. Und ja, ich würde sagen, ich werde jetzt hier nicht mehr drauf warten. Das Gehege ist meiner Meinung nach ganz cool geworden. Also ich finde es nice. Falls euch das Video gefallen hat und dieses Gehege gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr von Planet Zoo sehen wollt, ab dem 5. glaube ich, oder? 5. November kommt dann das Originalspiel endlich raus.
Und dann können wir das gemeinsam spielen. Könnte gut sein, dass das hier das letzte Video sein wird von Planet Zoo, was ich vorproduziert habe. Kann aber auch sein, dass noch eins kommt. Mal sehen, wie ich es schaffe. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.